Moin Moin Welt, ich begrüße euch ganz ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mal wieder ein Trashy bei mir für euch. Und zwar ist dieses Trashy aus einer Insta-YouTube-Gruppe entstanden, sozusagen. Also wir sind ein kleiner Mix und ja, die eine oder andere hat einen YouTube-Kanal. Und ich glaube, ich muss mal kurz gucken, wie ich weiß, zwei von uns haben keinen YouTube-Kanal. Deswegen wird sich dieses Paket immer mal zwischendurch für euch anders verändern, weil ihr ja die anderen beiden da nicht mitbekommt, so was die rausnehmen und so weiter. Und das seht ihr dann bei der nächsten, die einen YouTube-Kanal hat. Also ich kann euch ja mal kurz vorlesen. Ich habe hier mein anderes Handy, wer dabei ist. Ihr werdet aber auch alle Frauen unten in meiner Videobeschreibung finden. Und dort, wo es Videos zu diesem Trash-Paket gibt, dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen, euch reinklicken und gucken, was die Damen dann so rausgenommen haben. Ja, und wie sich das Paket einfach im Laufe der Reise ändert. Wir haben dabei die liebe Lou, die das Ganze auch ins Leben gerufen hat. Dann haben wir die Jessie dabei, die Claudia von Belladonna und die Svenja. Genau, das war's schon. Eine kleine, feine Truppe. Dementsprechend ist aber das Paket nicht, kann ich euch sagen, das Paket sieht eher aus nach fast der doppelten Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich packe das Handy mal weg und wir legen einfach los. Ich habe das einmal schon mal geöffnet, wie ich das immer tue, damit ich nicht hier gleich mit der Schere so viel rummachen muss. Und als erstes erwartet mich, was sehr, sehr gut ist, Verpackungsmaterial. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass nichts kaputt gegangen ist. Und ach, das ist ja eine witzige Verpackung. Greif mir mal das erste raus, was so aussieht. Das ist ja mal eine geile Verpackung. Sowas habe ich noch nie gehabt. Also sicherer geht es ja fast gar nicht mehr. Da kriegt sogar ein Postbote das nicht kaputt. Fangen wir mal vorne an. Ich kann mich wie immer nicht daran erinnern, was meine Sachen waren, was ich mal reingetan habe. Ich meine, vielleicht das eine oder andere, was mir jetzt in die Hände fällt, da sage ich vielleicht, ups, doch, das konnte von mir gewesen sein. Ich frage dann aber immer noch mal, bevor ich es wieder rausnehme, nach, ob das von mir war. So, wir haben hier eine Revolution Palette, Revolution Reloaded Affection. Ja, sieht so aus. Da sind nur Schimmertöne drin. Und da ich diese Palette selber erst in meiner Schön-für-mich-Box hatte und immer noch mit mir hader, ob das was für mich ist, mit nur Schimmertönen wird die weitergehen. Dann habe ich noch eine kleine Palette hier drin von Reval de Loop Make-up Dreams. Auch sehr, sehr schöne Töne, muss ich sagen. Zwei matte, vier schimmernde Töne. Sieht so aus. Wird aber auch wieder, ja, weiter wandern. Ich tue mich immer so schwer. Wer das ganze Zinnober von so einem Trashy noch nicht kennt, ich werde mir jetzt hier die ganzen Produkte rausnehmen, sie euch einmal zeigen und mir selber überlegen, ob etwas dabei ist, was ich behalten möchte. Dann gibt es meistens bei mir einen Vielleicht-Stapel, wo ich dann am Ende nochmal drüber schaue und gucke, was ich davon behalten möchte. Ich muss manche Dinge dann auch nochmal scannen oder nochmal Nachforschung antreten, wenn ich die Marken nicht kenne, weil ich ja cruelty-free bin und alles, was mir neu in mein Haushalt gerät, sozusagen, sollte dann auch cruelty-free sein. Ja, also das ist es eigentlich so um und bei. Ach ja, und das, was man rausnimmt, tut man dann an Wert wieder rein. Was bist du? Von Saint-Tropez. Ein Self-Tan Purity Spray. Ja, das darf auch weiter wandern. Weil solche Produkte benutze ich nicht. Ein Cleansing Handgel Lemon Zitrone. Zitrone geht auch weiter. Da mir meine Freundin jetzt gerade erst ein riesiges
Paket an Desinfektionsmittel mitgebracht hat. Deswegen geht das nochmal wieder weiter auf die Reise. Oh, ich habe hier eine Face-Palette, Ocean Face-Palette von Planet Revolution. Ist mir neu. Cruelty-free steht schon mal drauf. Und vegan. Okay, also Revolution kenne ich schon, aber das ist mir jetzt neu. Ich sehe gerade, oh, das ist schlau. Hier hat einer Klebis drauf gemacht, damit er weiß, das sind meine Produkte. Cool, ich brauche so eine Klebis. Ich muss unbedingt zu Action mir solche Klebis holen. Das ist eine geile Idee, weil ich könnte natürlich auch ein Foto machen. Und jedes Mal nehme ich mir vor, du machst jetzt ein Foto von den Dingen, die du reintust. Und dann packe ich das Paket fertig und freue mich, dass es wieder auf die Reise geht und dann Foto vergessen. Oh, das sieht aber schön aus. Guck mal. Die gefällt mir ja schon mal optisch. Oh mein Gott, ist die schön. Ich werde es nicht gebrauchen können eigentlich, weil Highlighter benutze ich kaum. Okay, Blush benutze ich schon und gerade so ein Pinken hätte ich schon Bock drauf und so ein Bronzer. Nee, ich behalte die. Ich behalte die. Und jetzt darf ich sie swatchen. Und die sieht ja mega aus und ist super cremig. Guckt mal. Gut, den werde ich auch nicht benutzen. Okay, hätte ich sie mal nicht behalten, aber scheiß drauf, sie sieht gut aus. Und so ist das dann, ne? Man denkt sich immer vorher, nee, ich nehme jetzt wirklich nur mal Sachen raus, die ich wirklich gebrauchen kann. Oh, ich habe hier noch andere Swatches von dem Video davor. Aber, ihr Lieben, geil. Ich werde sie für ein normales Make-up, bis auf den Blush vielleicht und den Highlighter, aber da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, werde ich das benutzen. Aber ich mache ja immer Special Make-ups und deswegen kann ich sowas immer gebrauchen. Jetzt habe ich eine tolle Ausrede für mich gefunden und ich finde, die sieht einfach, also schon optisch. Jetzt habe ich sie schon mit einmal ein bisschen zerstört, aber optisch ist sie schon ein Highlight für mich. Cool, nee, da freue ich mich. Jetzt habe ich hier keine Taschentücher. Ich muss mir mal gleich ein Abschmink-Tüchlein holen. Da freue ich mich drüber. Mein erstes Produkt, was hier bleibt. Oder habe ich noch Taschentücher hier? Nee, habe ich nicht. So, Pfoten frisch gereinigt. Weiter geht's. Das war die erste Tüte. Genau. Was bist du denn? Ich muss mal den Stuhl wieder ein bisschen weiter ranholen. So. Naja, Milchaufschäumer wird es nicht sein. Eine Bürste. Kann ich nicht gebrauchen. Was bist du? Butterkekse. Eine Packung Butterkekse. Nein, Fließstreifen. Was ist das? Her, irgendwas für die Haare. Profi-Qualität. So, meine liebe Sophie, du guckst ja bestimmt dieses Video. Oder halt auch die Dame, die das reingelegt hat. Wofür braucht man das? Ich meine, ich bin gelernte Friseurin, okay. Aber das sagt mir jetzt gerade so gar nichts, oder? Ich sitze auf dem Schlauch. Das sind so Flie. Kann man damit Strähnchen machen? Nee, das kann ja auch nicht sein. Dafür nimmt man ja Alufolie. Also, ihr Lieben, ich weiß nicht, was es ist. Und es ist garantiert für lange Haare, deswegen geht es weiter. Es ist alles super gut verpackt, wie ich finde. Und ach, wie süß. Guckt mal. Ein kleines Täschchen. Oh, das ist ja toll. Das sieht ja toll aus. Richtig schön stabil. Darf ich dieses Tütchen behalten? Oh, geil. Die muss ich behalten. Weiß ich sofort von CD. Eine Intimwaschlotion. Wie geil. Cranberry Milchsäure. Die finde ich mega und ich habe sie mir nicht nachgekauft und deswegen werde ich diese hier behalten. Brauche nicht einkaufen gehen, was im Moment mir sehr in die Karten spielt, denn ich habe einen Meniskusriss. Ja, brauche auch kein Mensch, aber den habe ich jetzt und dementsprechend bin ich froh, wenn ich mich nicht so viel bewegen muss. Jetzt habe ich mich vor lauter Freude fast verschluckt hier. Plumping Kisses, der darf weiter von Bilou einen Cremeschaum. Der darf weiter, weil ich habe das alle so gemacht. Ihr seid schlau.
Das mache ich auch gleich. Ich muss ja auch kein Klebi haben. Ich kann das ja auch selbst bauen. Der geht weiter, weil ich genug Cremeschäume von Belu habe. Was bist du? Isana Professional. Ein Haaröl, Arganöl und Pflege. Das wird auch weitergehen. Nichts für meine feinen Haare. Das sehe ich schon. Da werde ich nicht glücklich mit. Es ist schwer. Es klebt. Zum Glück ist es in einer Tüte und es ist Beauty Sugar Strong, oh Gott, Skincare, okay. Ja, so ein Zuckerscrub. Nichts für mich, schon gar nicht in dieser riesigen Verpackung. Also das würde ich ja in 5 Jahren nicht aufgebraucht haben. Und also es kommt auch aus allen Ecken und Enden raus. Ich werde mal gucken, aber bei Zucker ist es halt so eine Sache. Ich wische das einmal ab, den Klebirand, und dann packe ich das wieder schnell ins Tütchen. Und dann ja, kommt es hoffentlich weiterhin heile bei den lieben Mädels an. Mal wieder ein bisschen schieben und Platz haben hier auf meinem Tisch. Aber toll verpackt in dieses kleine, super süße Tütchen. Ja, zwei Produkte hat die Mieze schon. Für jeden eine Maske. Macht gerne mit bei meiner MeTime. Jeden Freitag, 12 Uhr. Wie süß. Von der lieben Claudia Belladonna. This is life. Das finde ich ja toll, obwohl ich ja genug Masken habe. So ist es nicht. Aber als Goodie nehme ich mir mal eine raus. Grüner Tee. Chicabo. Chicabo. Haselnuss Sherbatter. Haselnuss Sherbatter, die bleibt bei mir. Dankeschön, liebe Claudia. Ein Goodie, das muss ich mal ganz woanders hinpacken, weil das zählt jetzt nicht als Teil. Dafür muss ich nichts wieder reintun. Sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Och, wie süß. Was ist das? Hier für jeden einfach zum Herausnehmen geschenkt. Viel Spaß und liebe Grüße, Claudia. Nochmal ein Geschenk von Belladonna. Oh, darf ich die Schachtel haben? Ich will jetzt alle Tüten und Schachteln rausnehmen. Guckt mal, wie süß diese Schachtel ist. Und dann so süß verpackt noch mit einem Schleifchen und so. Claudia! Was ist hier? Boah, echt jetzt? Guckt euch das mal an, was sie da aussortiert hat. Und das ist ein Geschenk. Oha, ich versuche mal das. Ich zeige euch jetzt nicht alles. Ich zeige euch das, was ich rausnehme. M.Asa Magic Finish, wow. Serum Foundation. Klingt interessant. Glow Serum brauche ich nicht. Ein Eye-Serum von Hello Good Stuff. Klingt auch interessant. Den habe ich schon. Noch ein Serum. Du bist verrückt. Make-up Fixing Spray. Das brauche ich nicht. Fix and Last Fixing Spray. Eyebrow brauche ich auch nicht. Was bist du? Coffee to Glow. Ach, oh ja, die waren toll von Essence, diese Coffee-Reihe. Oh, die war mega. Da hatte ich, glaube ich, was für die Lippen für gehabt. Und das ist für unter die Augen. Also ich habe jetzt zweimal was für unter die Augen. Ich will aber nur ein Teil rausnehmen. Oder darf ich zwei? Serum Foundation, die geht wieder rein im Asam. Auch Koffein drin. Vegan, Kollagen, Hyaluron, Eiserum. Ich nehme mir das raus. Vielen Dank, liebe Claudia. Darf ich die Schachtel haben? So, das Verpackungszeug war hier noch drin. Und das Schleifchen, das mache ich später. So, weiter geht's. Hier ist was rausgepurzelt, wahrscheinlich. Ein Face Wash. Nö. Das darf weiter wandern.
So, jetzt kommen hier noch ein paar Kistchen. Und die Kiste möchte ich auch gerne behalten. Das, guckt euch das mal an. Wie geil bitte dieser Karton aussieht. Boah, aber den will bestimmt keiner hergeben. Auch wem das gehört. Glossybox war das mal. Ich werde mal einen Trashy ins Leben rufen, wo man sich nur schöne Kistchen hin und her schickt. So, Manhattan fliegt schon mal raus. Das ist eine falsche Less-Mascara wegen Manhattan. Geht weiter. Nivea Man. Oh, das mag mein Männe gerne benutzen. Eine Creme. Ich glaube, die hatte schon so einen kleinen Unfall hinter sich, konnte ich mich erinnern. Und weil die jetzt schon, ich weiß halt nicht, wie lange die jetzt offen ist. Ich glaube, ich würde mal in der Truppe nachfragen. Mal gucken, wie lange die schon offen ist. Aber das andererseits ist das wieder nicht cruelty-free, ne? Nivea. Nein, ich bleib auch bei Sachen für meinen Mann treu. Nein, geht weiter. LOE haben wir hier. Ein Blushment. Auch wieder so eine tolle Verpackung. Schön Spiegel. Oh. Oh, der riecht. Der duftet ganz toll. Aber ich habe ja jetzt diese komische andere Palette. Das reicht ja auch, ne? Und so wenig Blushes, wie ich benutze, der geht weiter. Von Douglas haben wir hier ein Aquarell-Powder, der auch schon ein bisschen bearbeitet wurde, sage ich mal. Boah, der riecht nicht. Sieht so aus und darf aber auch weitergehen. Es ist alles heile geblieben. Da bin ich immer ganz froh drum, wenn die Sachen gut verpackt sind. Und hier nochmal ein extra Tütchen sogar. Also da ist echt alles ist super sortiert und super alles mega verpackt. Also wirklich die liebe Lou, die mir das Paket ja jetzt geschickt hat. Also es kommt jetzt von der lieben Lou, die hat sich hier echt alle Mühe gegeben. Ich muss sagen, das hast du mega gemacht. My Little Beauty haben wir hier ein Toner. Oh, Toner stehe ich ja total drauf. Und ich hatte schon mal von denen ein Produkt, den muss ich behalten. Ja, den Toner muss ich behalten. James Reed habe ich hier. Bräunende Schlafmaske Körper. Schlafmaske? Oder kann ich das jetzt wieder nicht lesen, weil ich keine Brille auf habe? Eine bräunende Schlafmaske Körper. Nee, geht weiter. Da habe ich Schiss. Da habe ich Schiss vor. Von Schwarzkopf von Dreiwettertapf. Das kann ich gleich drinnen lassen, weil Schwarzkopf halt auch leider meint, Tierversuche machen zu müssen. 4-in-1 Beauty Wunder. Für die Haare. Oh, ein Color Mascara. Interessant. Aber welches Color? Ist noch komplett zu. Was bei Mascaren ja auch so sein soll. Also in den Trashies landen auf keinen Fall solche Dinge in benutzter Form wie Mascara, Lippenprodukte, das muss neu sein. Nicht nur wegen Corona, ich finde allgemein aus hygienischen Gründen sollte man das nicht gebraucht weiterschicken. Bei manchen Sachen bin ich jetzt nicht so, wo ich denke, okay, das würde ich jetzt als gebraucht auch nehmen. Ich meine, die anderen Sachen haut man sich auch ins Gesicht, ne, im Grunde, obwohl sie schon mal benutzt worden sind. Aber bei Mascara und Lippenprodukten würde ich jetzt nichts Gebrauchtes nehmen. Sieht super interessant aus, aber ich weiß halt nicht, was das für eine Farbe ist.
Made in China und die Marke, vielleicht ist die auch wieder nicht cruelty-free. Ich lasse es drin. So, und dann haben wir noch von Isana Med eine Feuchtigkeitskur mit 5% Urea. Mildert Spannungsgefühle, trockene und sehr trockene Haut. Eine LE, die ist auch noch komplett niegelnagelneu. 7-Tage-Wochenkur. Spannungsgefühle habe ich ja eigentlich nicht, ne? Aber ich bin natürlich immer interessiert an solchen Serien. Ampullen, ja. Sieht so aus. Zeigen muss ich euch das natürlich auch. Oh nein, Floki, nein, das geht nicht. Der Tisch ist rappeldicke voll. Das können wir jetzt mal ausnahmsweise nicht machen. Kommt mal auf ein Vielleicht. Ich habe noch gar nichts auf ein Vielleicht, ne? Ja, kommt auf ein Vielleicht. So, das lasse ich mir doch mal durch mein Köpfchen gehen. Wo ist der Deckel da? Ich habe noch zwei Boxen, wie es aussieht. Also es wird wieder mal ein bisschen längeres Video. Aber ich möchte euch die Produkte ja auch richtig schön zeigen und nicht hier so rumhetzen gefühlt. Ist irgendwie auch nicht schön. Eine Handlotion von EOS. Berry Blossom, Beerenblüten. Eine Handcreme. Ja, die muss ich behalten. Allein das Packaging finde ich schon mega. Die bleibt auf jeden Fall hier. Ja. Cool. Von Lancaster, Sun Beauty Body Milk, die geht weiter. Ach, das hatte ich auch in einer Box hier von Efazit Sport. So eine Outdoor Power Creme, die geht auch weiter. Dr. Botanicals Lemon Superfood. Eine Rescue Butter. Oh, die Verpackung ist cool. Geht aber auch weiter. Squishy Tropical Scrub geht auch weiter. Oh ja, die Zahnpasta hatte ich auch mal. Die geht auch weiter. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, nee, überhaupt nicht mein Ding. Axtelpads, die waren, glaube ich, von mir. Oder jemand hat die auch noch mal reingetan. Ist hier ein Klebi drauf? Nee, ich glaube, daran kann ich mich erinnern, dass das Produkt von mir war. Das packe ich mal an die Seite und frage mal nach. Sommer ist ja auch vorbei, ne? Da schwitzt man nicht mehr so. Oh nein, Leute, macht mich nicht schwach. Oh, eine Palette von Revolution, die Coca-Cola-Palette. Ich habe sie mir extra nicht gekauft. Nicht mal als sie im. Ach, das ist gar keine Palette. Sehr gut. Das ist der Bronzer, ne? Aber ist ja schon geil gemacht. Oder ist es ein Highlighter? Ein Highlighter, okay. Ich fand den sehr dunkel, deswegen dachte ich. Es ist ein Highlighter. Aber cool gemacht. Richtig cool gemacht. Guck mal. Das ist schon wieder so ein Ding, das will man gar nicht benutzen. Ich habe mir aus der Reihe damals auch nur den Lipgloss geholt, weil ich eben gedacht habe, das andere brauchst du ja gar nicht. Nein, komm. Geht weiter. Geht weiter. So. Und jetzt kommt das letzte Kistchen mit viel Kleinkram, wie ich gerade schon gesehen habe. Dann müssen wir das, muss ich erstmal wieder. Oh Gott, eine logistische Meisterleistung ist das hier auf meinem kleinen Tisch. Auch super gut verpackt. So, oh Gott, ich glaube, jetzt muss ich doch mal ein bisschen schneller machen. Essence, ach ja, das ist so ein Oil Control Paper, benutze ich in der Tat. Aber nur im Sommer und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lange hier liegen haben will, wobei das ja eigentlich dem nichts abtut, ne? Ich guck mal, vielleicht Erdbeer-Peeling-Maske, Erdbeer. Oh, ich brauche eigentlich keine Masken, aber Erdbeer von Schebens. Ich liebe Erdbeer. Und Peeling-Masken habe ich wenig da. Komm, ich nehme die raus. Oh, Ritual of Namaste. Ein Cleansing Gel.
macht mich schwach. Die duften halt so schön, die Sachen. Und auch das. Oh, das riecht so gut. Komm, das behalte ich auch. Scheiß drauf. So, ich hau jetzt einen raus. Ja, das behalte ich auch. Muss ja auch mal ein bisschen Schwung ins Paket kriegen. So, Mini Fix Gloss Topcoat. Ach, wie süß. Ein Topcoat in einer ganz süßen Verpackung. Was für ein Hersteller bist du denn? Ach, Essence. Guck mal. Könnt ihr das erkennen, wie süß das einfach ist da? Brauche ich aber nicht. Hier haben wir noch ein Serum. Ich habe jetzt ein Serum, das geht wieder rein. Eyeshadow, Liquid Eyeshadow geht auch weiter, benutze ich nicht. Tolle Sachen sind hier drin, wie ich finde. Alterra Naturkosmetik, eine Glanz Haarkur. Haarkur benutze ich auch gerne, aber Alterra, im Moment, ist das die Limetten? Nee, Bio-Aprikose. Ich hatte mal was von Alterra, ein Shampoo, und das war bei meinen Haaren mega. Vielleicht. Bescheuert. Es ist so bescheuert. Oh, Essie, ist der von mir? Der könnte von mir gewesen sein? Da frage ich mal nach. Und wenn nicht, nehme ich den nicht raus. Ich kann das nicht lesen. Lip. Etwas für die Lippen. Sieht so aus. Das sieht so pulverig aus. Lip. Geht weiter, weil ich nicht weiß, was es ist. Flora and Mare. Pocket Mister. Ein Taschenzerstäuber. Wenn man, das ist eine coole Sache, nicht sein riesiges Parfümpaket Dose mit schleppen will, dann füllt man das einfach hier so rein. Da an der Seite kann man auch sehen, wo ist es da, wie der Füllstand ist. Ich habe sowas auch in etwas größer noch gehabt in einer Box, ich glaube in der Pinkbox, und deswegen kann ich das nicht gebrauchen, finde ich aber eine tolle Idee. Und früher hatten die Damen sowas in der Tat öfter. Was bist du? Ein Lipbalm. Oh, die Verpackung finde ich aber toll. Mutbalm. Guck mal. Ich Verpackungsopfer wieder hier. Aber so ein Lipbalm hat man ja nicht die ganze Zeit in der Verpackung, ne? Aber ich muss es trotzdem mal aufmachen. Aber die Verpackung scheint auch so auszusehen. Oh ja. Was ist schön. Oh, ist das aber schön. Guck mal. Ach, herrje, okay, das ist hier. Ja, der wechselt die Farbe. pH-Pflegestift. Der nimmt dann die Lippenfarbe an oder unterstützt die, wie auch immer. Riecht nach nichts. Das finde ich ja schon wieder nice. Den packe ich mal auf den Vielleichtstapel. Allein schon wegen der Verpackung. Muss ich aber auch erstmal bei der Dings hier, bei der Marke forschen, wegen Cruelty Free und so. Isana Hydro Maske geht weiter. Dann habe ich hier so ein Top Coat Glitter, geht auch weiter. Lavera Naturkosmetik, ein Lippenstift. Timeless Red in 34. Da ist ein bisschen die Spitze angehauen, hat aber ein schönes Rot. Ich glaube, ich habe im Moment Bock auf rote Lippenstifte. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber. Der kommt mal auf ein Vielleicht. Irgendwie habe ich Bock auf rote Lippenstifte. Weiß nicht. Letztens noch erzählt, oh, rote Lippenstifte fliegen bei mir alle raus und brauche ich nicht und will ich nicht. Und hier ist irgendwas dolle eingepackt. Und jetzt auf einmal, seit ein paar Tagen, stehe ich auf rote Lippenstifte. You are magical. Ein kleiner Spiegel. Süß. Von Essence, ne? Ja. Kleiner Taschenspiegel. Sehr vergrößernd. Nee. Ist auch besser so. Geht weiter, ja? Den brauche ich nicht. Ich habe so einen Vergrößerungsspiegel für unterwegs. Alverde Intensiv Handcreme. Oh, Bio-Granatapfel. So eine kleine. Oh, das ist immer gut, ne? Da stehe ich ja immer drauf. Handcreme. Vielleicht.
Balea Limited Edition Body Lotion, weiße Tonerde geht auf jeden Fall weiter, weil ich nicht benutzen. Dann habe ich hier noch so einen Pinsel, wahrscheinlich eher so für eine Maske, ne? Von BH Kosmetik, um Maske aufzutragen. Da gucke ich mal, wie viel ich habe. Vielleicht behalte ich den. Finde ich optisch auch ganz cool. Für die Crememasken und so macht er sich ganz gut. Ich guck mal, wie viel ich von so einer, von solchen habe. Max Factory X. Ein Blush. Okay. Miracle Cheer Gel Blush. Interessant. Ist noch auch komplett neu. Geht aber auch weiter. Dann habe ich hier einen Soft Lip Liner in Plum 04 in so einem ganz tollen, dunklen, bärigen Ton. Auch schön. Noch so einen kleinen Pinsel, den brauche ich aber nicht. Ah, ihr macht mich schwach. Oh, das brauche ich auch nicht. So ein Roller hier. Wer benutzt sowas von euch, ihr Lieben? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Wer solche Dinger benutzt? Diese ganzen Gua Sha irgendwas und Jade, Roller, Rosenquarz, bla bla. Benutzt ihr sowas? Ich benutze sowas nicht. Gibt es welche, die sowas benutzen? Isana Eyelash Wimpernwachstumscreme. Ich glaube, die ist von mir. Die packe ich auch mal auf die Seite. Doch nochmal so ein, zwei Produkte von mir noch drin. Instant Correcting Serum. Geht auch weiter. Und das letzte Produkt ist ein totes Meer frische Dusche. pH-neutral, sensible und empfindliche Haut. Das klingt interessant. Mit Lemongrass Extrakt Kosmetikum von Salt House. Totes Meer. An Duschen bin ich auch immer sehr interessiert. Ich habe ja nicht genug. Ich muss mal dran riechen, wenn ich das... Nee, es geht so nicht. Lemongrass. Ich nehme die. Die gefällt mir. Ja, die Dusche bleibt auch noch bei mir. So, ihr Lieben, jetzt werde ich die Dinge, die auf dem Vielleichtstapel gelandet sind, einmal durchscannen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch, was ich behalten werde. So, ich habe ein bisschen nachgeforscht und habe mich ein bisschen nochmal durchgescannt und werde jetzt folgende Dinge behalten. Und es ist nicht wenig. Wir haben einmal die Altera Haarkur, werde ich behalten. Dann das Badezeugs hier. Dann die Handlotion, diesen Pinsel, die Maske, diesen Lip Balm, die Feuchtigkeitskur, dann diese Palette hier am Anfang gesehen, den Lippenstift behalte ich jetzt doch, den roten, dann behalte ich das und den Toner. Und last but not least die CD Intimwaschlotion. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Produkte werde ich behalten, ihr Lieben. Jetzt bleibt mir nur noch zu forschen, was die Dinge an Wert haben, damit ich natürlich den gleichen Wert wieder reinpacke. Und ich freue mich total drauf, auf die nächste, die das dann auspackt. Ich weiß gerade leider gar nicht, wer das ist. Aber wie gesagt, alle, die teilnehmen, findet ihr in der Videobeschreibung und schaut da gerne mal vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da und ich hoffe einfach, ihr hattet Spaß, auch wenn es mal wieder ein etwas längeres Video geworden ist. Aber der Karton war ja nun wirklich nicht klein und ich möchte mir einfach Zeit nehmen für diese Dinge, weil ich die Trashies einfach liebe. Ich liebe dieses Format, weil man einfach Dinge, die man nicht mehr braucht, dann doch anderen weiterschickt. So ein Beauty-Flohmarkt halt, ne? Und wir sind eine ganz, ganz tolle Truppe an Frauen und es macht einfach Spaß und deswegen will ich hier nicht so durchhetzen. So, also dann schaltet gerne wieder rein bei eurer Mieze. Bis ganz, ganz bald.